Radio SAW. Angie fast allein zu Hause. Die Kanzlerin ganz privat. Doch im Frühstück schaffe ich heute nicht mehr. Du? Letzten Donnerstag ist doch dieser Mars-Rover der NASA auf dem roten Planeten gelandet. 7 Monate hat die Reise gedauert. Das ist etwa doppelt so lange, wie ein Pendler in der mondtäglichen Rush-Hour von Berlin West nach Ost braucht. Und dieses Fahrzeug soll den üblichen Quatsch machen, den solche Spezialfahrzeuge im Weltraum eben so tun. Unscharfe Bilder von Steinen und Geröll aufnehmen und irgendwelche Bodenproben analysieren, die das belegen, was man eh schon vermutet hat. Dass es eben kein Leben auf dem Mars gibt. Und am Ende steht der Bums dann mit leerem Akku als Elektroschrott auf dem Planeten rum. Du, wenn wir nicht bald mit der Impfung in die Gänge kommen, dann werden Außerirdische bei uns vielleicht auch demnächst vergeblich nach Leben auf der Erde suchen. Mann! So stimmt doch. Ich möchte, dass die da mal langsam aus dem Quark kommen. Kann doch nicht angehen. Ich will nicht zum Mars fliegen müssen, nur um sicher zu gehen, dass ich keinem Coronavirus begegne. Ja, ich komm ja. Und du, ich versuch's es ja auch nicht, mein Joachim. Und wenn Jensi Spahn anruft, Mückenstich, Schnelltests helfen uns jetzt echt nicht weiter. Moin, Puffhalla. Guten Morgen, Schönste. Ich hab gehört, das Virus soll jetzt doch aus einem Labor in Wuhan stammen. Ja, eins vielleicht. Aber wo kommen bitte die ganzen anderen her? Ist das Ihr Ernst? Ernst? Der hinterm Küchenfenster? Nein, das ist Joachim, mein Mann. Scheint sich auch ins Hirn zu fressen, das Viech. Au! Angie fast allein zu Haus. Die besten Comedies für euch. Nur auf Radio SAW. Superhits fürs SAW-Land.